Ja, herzlich willkommen zu Wing Commander 4. Ist denn heute schon Weihnachten? Nee, noch nicht ganz. Einen Tag vor Heiligabend. Jo, anscheinend kann ich das jetzt tatsächlich mal vernünftig aufnehmen. GOG-Version eingedeutscht und tralala. Tutorial, ja, habe ich vor, aber ich kann lediglich Anekdoten geben. Das ist so viel Kram auf einmal und durcheinander und so und ich kann euch lediglich den groben Weg weisen. Und dann, keine Ahnung, könnte man in den Kommentaren drüber quatschen. Das kommt dann aber auf meinem anderen Kanal. Jetzt fangen wir da erstmal mit dem voll fetten Intro an, würde ich mal sagen. Ja, also, einzige Nachteil an der GOG-Version gegenüber dem, ja, quasi Mittelweg, Normalweg anstatt der DOS-Box wäre ja dieses WC4 2-DVD-Setup und so weiter und so fort da. Und einen Nachteil hat die GOG-Version, er macht dieses Cropping mit diesen Videos und ja, normalerweise wäre CinemaScope ja angesagt, aber gut, das ist jetzt, um das Spiel zu spielen mit DVD-Videos, das kleinere Übel im Moment. Ja, bevor das andere wieder nicht aufnehmbar ist, lasse ich das jetzt lieber so und zock das jetzt so, weil so schlimm ist das Bild dann nun auch nicht. Immerhin haben wir DVD-Videos und sind nicht mehr auf die DOS-Box angewiesen, das ist ja schon mal, ne, eine richtig geile Sache, also. Ab geht die Post. Mit Electronic Arts, ja. Das haben die so geil gemacht. Mein Lieblingsteil von Wing Commander. Und los geht's. Ich liebe die Jagdsaison. Eskortenführer, wir sehen irgendetwas hier draußen. 9. Sektor. Wahrscheinlich Fehlanzeigekontrolle. Aber ich überprüfe hier gerade. Nein, hier ist nichts. Ihre Fantasie geht mit Ihnen durch. Was zum... Kontrolle, Russo ist nicht mehr auf dem Radarschirm. Ich sehe noch... Irgendetwas ist da draußen. Ich bin... Russo? Das kann nicht wahr sein. Eskorte 2, werden Sie angegriffen? Box, Eskorte 2! Ich hab Feinde überall! Du gehörst mir. Ich kann ihn nicht abschütteln, er hat mich im Visier! Mayday, hier spricht der Trans. Schweine. Mayday, Mayday, dies ist ein Notfall. Ich zünde das Flashback. Mayday, Konföderationstransporter Amadeus LODSB
wie geplant bei Sigma 3. Sie sich zurückzuziehen. Angriffsweltenmiliz, wir bedanken uns hier. Das nenne ich einen erfolgreichen Test. Ich sehe meine Zeit gar nicht, das ist schlecht. Ich kein OSD habe hier. Frank De Palma, sagt mir noch was. Scarface-technisch. Ich bitte um Ruhe im Saal. Sie werden alle schon bald ihre Meinung äußern können über die schrecklichen Ereignisse, die sich zurzeit in der Nähe der Grenzwelten ereignen. Aber zuvor will ich, dass jemand anderes zu uns spricht, und zwar der Kommandant der strategischen Bereitschaftsbehörde, Admiral Torwin. Danke. Danke, Senator. Torwin wird uns antworten geben. Sehr verehrte Mitglieder des Großen Konföderationsrates. Als Kommandant der SBB bin ich mit vielen Aufgaben betraut. Eine meiner wichtigsten Pflichten ist der Schutz der Grenzen unserer Galaxie. Leider erscheine ich heute als demütiger Diener vor Ihnen. Ich habe keine Antworten zu bieten. Die sinnlosen Terrorakte, die zurzeit in den Grenzwelten alle in Angst und Schrecken versetzen, sind bis jetzt ungeklärt. Das sind Piraten, sag ich Ihnen. Vernichtet die blutrünstigen Barbaren. Ich würde Sie gerne an etwas erinnern. Während des langen Krieges gegen die Kilrathi waren die Grenzweltler treue Verbündete und Freunde. Und jetzt greifen Sie uns an! Ja! Beruhigen Sie sich! Beruhigen Sie sich! Der Rachedurst sollte jetzt nicht die Oberhand gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, wer unsere Verbündeten sind. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Krieg tiefgreifende soziale und politische Veränderungen in den Grenzwelten verursacht hat. Wir wissen noch nicht, ob diese Veränderungen irgendwie mit den sinnlosen Terrorakten zusammenhängen. Aber ich werde es herausfinden. Und das ist ein Versprechen. Sie wissen, dass die Zunahme dieser Vorfälle das ohnehin schon gespannte Verhältnis zwischen uns und den Grenzwelten langsam gefährlich werden lässt. Aber bevor diese erhabene Versammlung irgendwelche schwerwiegenden und unumkehrbaren Entscheidungen trifft, habe ich den Admiral gebeten, die Situation weiter zu untersuchen. In 2 Wochen wird er uns erneut Bericht erstatten. Admiral, Sie haben den Segen der Ratsmitglieder und der friedliebenden Einwohner dieser Galaxie. Gott behüte Sie. Danke, Senator. In 2 Wochen werden wir abstimmen. Krieg oder Frieden? Damit wenden wir uns aus der Ratsversammlung aus. Ich vergebe an Barbara. Vielen Dank, Bob. Nach diesen 2 Wochen wird sich unser Leben vielleicht grundlegend ändern. Auf jeden Fall erwarten wir das Ergebnis mit Spannung. Guten Abend. Hier ist Barbara Miles mit den TCM Abendnachrichten. Was darf's sein?
Ich nehme die Hausmarke. Was treibt denn so jemanden wie Sie hier rein? Hey, Kumpel. Kannst du einem Veteranen einen Drink spendieren? Sie waren ein Pilot? Na klar, ich war auf der TCS Liberty. Weiß ihn zurecht. Hilf ihm. Na ja, Kollege. Tun Sie mir einen Gefallen. Komm Gehen Sie hier raus und kaufen Sie sich was zu essen. Danke, Kumpel. Das mache ich. Das hat direkt schon Auswirkungen auch auf die Story. Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Diese Entscheidung. Seit dem Kriegsende hat sich einiges geändert. Die meisten Jungs, die nach Hause gekommen sind, haben keinen Job mehr gefunden. Wir müssen uns alle irgendwie durchschlagen. Ja. Veteran? Ja. Moment mal, ich habe ein Bild von Ihnen gesehen. Gleich habe ich Sie. Sind, Danke für den Drink. Hey, was ist denn, Süße? Warte! Hör auf, mich Süße zu nennen und lass mich in Ruhe, ja? Die Piloten sind doch alle gleich. Wahrscheinlich zu Recht hat er geknallt gekriegt. Die Frauen hier draußen am Rande des Nichts schätzen wohl keine zivilisierten Männer. Tun sie schon. Wenn sie mal einen treffen. Schön, Sie zu sehen, Colonel. Oder sollte ich sagen, Farmer Blair. Ein Wunder, dass Sie überhaupt Zeit für mich haben. Es ist ein friedliches Leben. Wie ich immer sagte, man ist ein Wurm oder ein Adler. Sie gehören also immer noch zu den Adlern seit... Seit Sie beim Angriff auf Kilra Glück hatten? Klar, fliege ich noch. Gibt's eine Alternative? Besser, als im Mist herumzustiefeln. Überlegen Sie mal, Maniac. Im Mist herumzustiefeln. Vielleicht ist das genau das, was ich machen will. Vielleicht freut es mich ja, nach all den Jahren ständiger Kämpfe mal wieder sowas wie richtige Erde unter den Füßen zu spüren. Mann, klingt ja wie eine auswendig gelernte Rede. Freut mich für Sie. Du tust, was ich dir sage. Nicht mehr und auch nicht weniger. Aber Sie schulden mir noch was fürs letzte Mal. Und greift da niemand ein? Geht mich nichts an. Warum zeigen Sie ihm nicht, wer hier der Boss ist? Großer Kriegsheld. Geht mich nichts an. Das kotzt mich schon an. Blair macht das schon. Behandeln Sie Ihre Freunde immer so? Was fällt dir ein? Du bist kein Freund von mir. Oh ja, das weiß ich jetzt auch. Sei froh, dass ich dir nicht den Hals umdrehe. Lassen Sie den Mann los. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht, Freundchen. Der Meinung bin ich aber nicht, Freundchen. Sie werden sich wünschen, mir nie begegnet zu sein. Das tue ich schon. Freundchen, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Ich hätte mich schon eingemischt, wenn er Ihnen was getan hätte. Ach ja. Hat er den Schwanz eingezogen? Komm her! Komm her, Kleiner! Also, Maniac, was gibt es so Wichtiges zu besprechen? Da-da-da-da-da-da-da! Colonel Christopher Blair von der Reserve konföderierter Weltraumtruppen. Es ist meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass Sie wieder in den aktiven Dienst zurückberufen werden, Sir. Mhm. Wissen Sie es nicht, Maniac? Der Krieg ist schon vorbei. Mein Auftrag lautet, Sie zu holen. Wer hat Sie geschickt? Aber woher soll ich das wissen? Einer von der Chefetage. Seit wann wird einem Major was gesagt? Nach all den Dienstjahren, die ich absolvierte, sollte man meinen, ich werde die Entscheidungen der Konföderierten nie verstehen. Wieso holt man einen alternden Wurm zurück ins Cockpit? Wieso bin ich kein Colonel? Nur weil der Kerl Glück hatte und bei einer Mission rein zufällig einen alten Feind besiegt hat, das ist alles. Gut, wann müssen wir los? Wann wir... Oh, zwei Jäger stehen startklar auf dem Flugdeck. Doch keinen Bock mehr auf Mist, wa? Na nichts, wie los? Ihr Wunsch ist mir Befehl. Wissen Sie noch, wie man die Kiste in die Luft kriegt? Oh, schöner Start. Für einen Dinosaurier. Ist wohl Ewigkeiten her, seit Sie das letzte Mal einen Steuerknüppel in der Hand hatten, was, Colonel? Oder haben Sie etwa eine Sandprinzessin gefunden, die ihn für Sie gehalten hat? Sie müssen mir nicht antworten. Aber Sie können nicht behaupten, dass Sie meine sprühende Schlagfertigkeit nicht ein bisschen vermisst haben.
Klar, Fliegen ist bestimmt eine tolle Sache, aber eine Sandprinzessin wäre mir da nun mal auch lieber. Wir müssen einen Shuttle beim Orlando-Depot erreichen, um nach Seoul zu springen. Ja. Um es etwas interessanter zu machen, habe ich eine Überraschung für Sie, Colonel. Ja, Veteran, genau. Ich weiß, dass Sie mir schon lange eine auf den Tisch brennen wollten. Gut. Die Geschützgeneratoren wurden zeitweise so modifiziert, dass sie nur unschädliche Impulse feuern. Ihr HUD zeigt simulierte Schäden auf beiden Schiffen an. Der erste mit 100% Schaden hat verloren. Jetzt sehen wir endlich, wer besser fliegt. Na? Ja, dann komm halt mal ran hier. Du bist dran, Kumpel. Sehen wir mal, ob Sie es noch drauf haben, Farmer Blair. Ja, dann komm mal ran hier. Ja. Feiges Ding, du haust ab oder was? Junge. Ja, er hat schon mal mehr Schaden als ich. Ich habe ihn schon mal öfter getroffen. Immerhin. Fliegt ja nicht übel, kann man ja nichts sagen, ne? Aber er kann lediglich flüchten. Alter. Ja, gespannt, wie lange ich hier auf Veteran noch aushalte bei dem Zock hier. Ah, nochmal getroffen. Sieht so aus, als wenn ich besser bin, Junge. So, wieder Glück gehabt. Ja, von wegen. Beim Angriff auf Kilrath. Ja, wir sehen uns beim Orlando, verdammt! Schalte den Kampfmodus. Ich hoffe, das Umschalten geht schnell genug. Cool, das seitliche Drehen des Börses funktioniert hier bei dem Teil. Lösen und feuern! Sie werden wünschen, dass sie nie geboren wurden. Piraten, ne? Menschen gehen auf Menschen los. Ja, klasse. Sofort Formation bilden. Negativ, A. Schadensmeldung geben. Hier geht's blendend. Was? Wie immer. Wow, gute Arbeit, Alter. Auf nach Orlando. Wir müssen die Fähre erwischen. Pass mal auf hier, Alter. Lösen und feuern! Die werden wünschen, dass sie nie geboren wurden. Was Sie hier sehen, Colonel Blair, ist nur einer der vielen zukünftigen Siege der Grenzwelten. Verflucht! 3000 Menschen sind an Bord und er... Und als ob das nicht schon genug wäre, wir fliegen hier im Nichts herum und dazu noch mit leerem Tank! Warten Sie. Nav-Computer hat die Bluepoint Station geortet. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber wir haben wohl keine Wahl. Sende Ihnen jetzt Nav-Daten. Nicht persönlich gemeint, Colonel, aber bis jetzt hat mir unser Wiedersehen nicht sehr gefallen. Ja. Episch. Einfach nur episch. Benötige Landeerlaubnis. Bluepoint begrüßt Sie, Gentlemen. Sie dürfen jetzt landen. Das wird notfalls eine längere Folge, wenn das lange dauert, bis zum Abspeichern. Das ist halt das große, lange Intro hier. Wer war der Kerl? Und woher wusste er Ihren Namen? Keine Ahnung, tut mir leid. Dem würde ich gern den Hals umdrehen, wer immer er ist. Haben Sie gesehen, was er gemacht hat? Da sind meine Tricks nichts dagegen. Aber das war doch kein Trick, Maniac. Das war ein wahres Meisterstück. Ist das die Victory? Ja, schwer zu glauben, aber sie ist jetzt ein Museumsstück. Ein Relikt des Krieges. Wie ein Farmer, den ich kenne. Bestimmt hängt eine Ehrentafel über ihrem Bett. Ja.
Fantastisch, nicht wahr? Sowas hätten sie sicher gern im letzten Krieg gehabt. Das Ding hätte die Kilrathi das Fürchten gelehrt. Naja, solche Träger fliegen nicht von alleine, Admiral. Das ist richtig, Colonel. Es sind die Männer, die wichtig sind. Er sieht ganz so aus, als würde ihnen das Landleben gut bekommen. Ich beneide sie. Wäre ich davon überzeugt, dass die Existenz der Konföderation gesichert ist, wäre ich schon längst weg. Ohne Bedauern. Was soll's? Ich habe gehört, dass Sie auf dem Weg hierher Schwierigkeiten hatten. Ja, Sir. Ach, Recht und Ordnung. Diese Werte verlieren in der Konföderation immer mehr an Bedeutung. Wir leben in einer Übergangszeit, Admiral. Ja. Es war gut, in den Kilrathi einen gemeinsamen Feind zu haben. Und die Menschheit konnte ihre wahre Größe zeigen. Jetzt fehlt uns leider jegliches Ziel. Sie haben es ja selbst gesehen, die sinnlose Zerstörung. Deshalb braucht die Konföderation wieder ihre Dienste. Sie sind ein Mann mit Kampferfahrung. Sie können sich meiner Loyalität sicher sein, Sir. Wir verlassen uns auf Sie, Colonel. Seit mehreren Wochen wird gegen die Konföderierten ein Untergrundkrieg geführt. Terroranschläge, Piraterie, Sabotage. Ist das symptomatisch für die jetzige sogenannte Übergangszeit oder steckt etwas viel Schlimmeres dahinter? Ist eine Strategie oder ein Plan zu erkennen? Naja, man muss nur eins und eins zusammenzählen. Es deutet leider alles auf unsere alten Verbündeten, die Grenzwelten, hin. Sie glauben, sie führen gegen uns einen Guerillakrieg? Das Verhältnis zwischen den Grenzwelten und der Konföderation war noch nie gut. Die Freiheit verlangt ständige Wachsamkeit. Wofür ich zuständig bin? Wir kennen einander schon sehr lange, nicht wahr, Colonel? Ich weiß, in der Vergangenheit gab es unfreundliche Worte zwischen uns. Wir hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, Sir. Ja, aber an unserer Leistungsfähigkeit ist nicht zu zweifeln. Das ist auch der Grund, weshalb ich Sie persönlich in den aktiven Dienst zurückberufen habe. Sie werden diesmal nicht nur meine Augen und Ohren sein. Allein Ihre Anwesenheit in den Grenzwelten wird eine deutliche Botschaft an die Galaxis sein. Ich bin kein Politiker, Sir. Taten sind wichtiger als Worte, Colonel. Ich möchte Sie dort nicht nur als ein Symbol hinschicken. Nein, ich werde Sie wieder in ein Cockpit setzen. Dort werden Sie einen alten Freund wieder treffen. Den Nervenkitzel des Kampfes. Wir Fans wissen, wer gemeint ist. Maniac. Das ist mein Codename, mein Lebensmotto und meine Spinne. Art zu fliegen. Dieser Spitzname, kommt alle mal her, dann erkläre ich euch, wie ich zu diesem verrückten Namen gekommen bin. Hey, Maniac, Claire. Guten Tag, schön. Guten Tag. Guten Tag. Freut mich, Sie kennenzulernen. Guten Tag. Geben Sie mir Ihre Tasche. Willkommen, Sir. Es ist mir eine Ehre, Sir. Schön, Sie wiederzusehen. Sei gegrüßt, mächtiges Herz des Tigers. Schon gut. Die tun ja so, als wären Sie der einzige Held der Konföderation. Ich habe mehr Katzen abgemurkst, als alle Pilotenteams zusammen. Rollt man mir den roten Teppich aus? Nein? Nein, ich muss meine Tasche selbst tragen. Ich darf auch nicht mit dem Admiral einen Plausch halten. Admiral Tarwin, Tarwin, Sagt er irgendwas über mich? Eine Menge. Er konnte gar nicht mehr aufhören, Maniac. Was? Tja, das ist Geheimsache. Ich könnte es Ihnen verraten, aber dann müsste ich Sie töten. Da sehen Sie, wie wichtig ich bin. Ich bin Geheimsache. Ich erkläre es euch später. Warten Sie auf mich! Ja. Okay, wir sind Colonel und dann ist erstmal Speichern angesagt hier. Zack. Und ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, zu noch mehr Videos.